Hallo zusammen. Ich hoffe mal, euch geht's allen gut und ich hoffe, dass ihr alle mindestens heute gut überstanden habt. Das heißt jetzt so überlegt von mir. Muss ich doch das auch machen. Ich geh im Sonntag. Ja, also wir spielen ein bisschen Mario Kart und schauen danach noch ein Spiel schauen. Sehr viel gemacht, ja. Haben wir als erstes. Und wir haben fast die 300 Follower voll. Sehr schön. Scheiße. Das ist ziemlich gut. Verdammt! Ehrlich jetzt. Geht doch. Sehr schön. Läuft ja.
Ach, come on. Ach, verdammt. Na komm. Alter, das war kackenlich, ey. Und verkackt. Also wenn ich jetzt stellenweise so überlege, ist Crash Team Racing irgendwie besser. Doch, Gott sei Dank. Du schaffst es auch gar nicht hin. Meine Güte. Okay, klasse. Ach was, ehrlich jetzt.
das ist eine blöde Kugel. Sehr schön. Ja, war ja klar. Nein! So dumm kann ja nur ich sein, ey. Ich komme damit gar nicht klar. Oh, was? Na, Leute, cool. Na komm. Fuck, ey. Fuck. Der Tag verkackt wieder ein. Verdammt.
Ja, passiert. Anscheinend die volle Punktzahl geschafft, aber trotzdem ärgerlich. Und hey Rio, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich mein's, wann du Bock hast, dass du dann da bist. Und ja, mir geht es soweit gut. Ich hoffe, dass du Pfingsten soweit gut überstanden hast. So, was haben wir noch? Ah, da kommen doch mal die Sachen näher. Ja, ich habe die Freitage genossen. Soweit. Gott. Also, wenn du Mario Kart hast, kannst du ja auch gerne mitmachen dann. Nur wenn du Bock hast. Verdammt. Eine Güte. Was gefällt denn den Leuten so sehr an dem Spiel? Geil, das kann ich mal versuchen. Ja, das hat ja gleich geschossen. Also daher. Liste habe ich auch geahnt. Ach verdammt. Alter, ist die Kleine aufdringlich. Ach du kleine Kümmel. Aber kein einziges Resultat online mit dem Punktenaufstieg. Hä? Halt, ich schließe das gleich durch, ist dann sehr gleich zu Ende. Ach komm. Oh, come on. Ah, fuck. Ach so, dem kann ja nur nicht sein, ey. Fuck.
Ich muss jetzt eine andere Batterie. Oliver Jones ist kein Transgender, sie ist ja eine, nennt man das? Travesta Entertainment Girl. Also Transvestit oder wie man sowas nennen sollte. Da kann. Drag Queen, danke. Genau. Und das ist schon ein Unterschied zwischen Drag Queen, Transvestit und Transgender. Irgendwie die Steuerung komplett verändern, weil ich komme gar nicht damit klar, ey. Mal gucken später, ne? Aufpassen, die, oder? Zu früh losgelassen. Na komm, komm. Oh, was ist das eh? No. Ey Leute, was gefällt euch an dem Spiel, ey? Meine Güte, ey. Da bin ich ja nur am Rumwelt schnell. Ah, was? Okay, jetzt bitte später. Jetzt. Ja, wie soll man erster Platz verzockt? Genauso. Na komm. Ja, oh, was? Oh, wenn du hier wegen Botschen aus am Ragen bist, dann wirst du online keinen Spaß. Ja, das weiß ich. Zeigt sowas nur. Ja, stimmt auch wieder. So, jetzt ich muss mal gucken, dass ich irgendwie eine andere Einstellung bekomme, weil ich komme mit dem Standard-Konfiguration gar nicht klar. Ehrlich? Nein! Hilfe? Verpiss dich. Okay, ich besitze wohl eine Lieblingsstrecke. Okay. Hm.
Ach komm. Fangen wir doch gleich eine richtige Quälerei an, oder? Global, regional. Kann man es wohl verlassen dann? Ja, es, dafür brauche ich auch kein Mario Kart zu zocken, dann müsste ich ja Call of Duty dann zocken. Okay, und das eiskalt ein Bordtrainer. Sehr schön. Eieiei, das gibt Süßwasser. Da fällt ein, ich hätte mir was Süßes mitnehmen sollen. Naja, fangen wir mit Pokémon Unite an. Ja gut, Pokémon Unite habe ich schon eine Zeit lang gespielt, früh, also wo es am Anfang war. Danach habe ich halt irgendwie das Interesse verloren. Ja gut, man kann das auch in der VOD dann sehen, wenn du rumgeragst in dem Spiel. Kann Panto bist gar nicht so gut. Luigi. Nice. Mimi. Okay. Pauline. Karma. Okay. Okay, der Bot ist vor den anderen drauf. Keine Sorgen, du hast Spiel verpasst. Außer ein neues Skins und neue Pokémon, wie ich damit bekommen habe. Aber das Unite ist halt jetzt mein Fall. Besonders man gibt halt die diversen Strecken an. Also Routen, wo man geht. Da denke ich mir immer, ja gut, ich gehe entweder unten oder in der Mitte. Und vor allem komplett der Schwarm. Bleibt alle unten von meinem Team. Und denke so, ja cool. Und das dann mit Ansage. Obwohl es halt andere Dinge halt angegeben haben. Einfach so, ja gut, ab und zu bin ich nicht besser, aber ne, habe ich jetzt auch keinen Bock, nicht wirklich. Dass man hier nicht großartig was einstellen kann. Tastenbelegung, dass man mit dem hinteren Trigger Gas geben kann. Und mit Bait driften. Schon ziemlich mies. Also, mein Ziel ist es, Platz 7 oder 8 zu werden. So. Wieso habe ich schwarze Haare? Gibt's doch gar nicht. Meist bin ich ja blond. Falscher Knopf. Ja, also ich glaube, ich mache dann eher den letzten Platz durch die Aktion. Ja,
LOL. Oh, come on. Fuck. Das war ja mal richtig mies. Ah, was? Verdammte Scheiße! Na? Egal, komm! Wenigstens nicht letzter. Sehr schön. Ja, guter Versuch. Mein Ziel war es ja zu gucken, dass ich Platz 6 mache. Aber halt ziemlich viel Glück dabei, dass ich ja scheiß Pilz bekommen habe da. Auch noch umgekehrt. Mach mal. Ja. Ach, komm, fang dich. Ich muss halt vergessen. Na komm. Oh, was? Das ist ja so, so was ein mieses Ding. Aha, so kann man es auch machen, oder? Yeah.
gleich absenken, dann kann ich gleich schuften. Ja, komm. Yay! Och Gott, oh Gott, oh Gott, mein Glück als Verstand eben, ey. Damit habt ihr nicht gerechnet, ey. Chip, Marius Pista. Let's go. Platz 3, yeah. Sowas gibt's auch mal. Oh, was? Einfach weil die Rampe. Ja, das will ich mir holen, das Mario Fußball im Freitag. Und das ja auch. Oh, was? Schade. Ich hatte durch den Bus gar nicht so wegkloppen. Ach, geht ja. Da bin ich gespannt, weil... Okay. Ich bin halt echt gespannt, wie es halt wirklich wird. Also, ich habe mir die Demo angeguckt. Und ich war halt zufrieden gewesen, halt, dass halt auch nur was so schön erklärt wird. Nicht nur mal Flughafen. Also das Tutorial war ja nicht schlecht gewesen, bloß habe ich leider die Zeiten verpasst, wo man da Online-Matches machen konnte. Das hätte ich nämlich auch gerne gestreamt gehabt.
Ja, dann halt nochmal in den Airport. Ja, es ist halt auch ziemlich ärgerlich, wenn ich dann halt überlege, ich will halt wieder 60 € kosten oder 70. Und dann nach 2 Jahren wird es genauso viel immer noch kosten. Wow, eben schön nochmal aufgefangen, ey. Ah, was? Ich hab vergessen, dagegen zu steuern. Also, naja. Und Ende des Monats kommt das nächste DLC dran. Wo ich mal hole. Also, das Monster Hunter Rise. Sunbreak oder ist das? Ja, Sunbreak oder Sunbreak. Okay, alle weg. Lol. Na komm. Und 14 aus Statisten. Aber wieso ist die nicht drunter gedotzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Nein, nein, nein! Fuck! Ah, verdammt eben, ey. Oh! Hätte eben so schön sein können hier. Ja, und ich habe einen Fahrfehler gemacht. Starter, ja. Oh, Tokio. Bin spannend. Einfach mir. Ja klar. Wenn du es ja auch von Anfang an holen tust, die Spiele, dann macht's wenig aus. Erstmal 5 Punkte im Flensburg. Wer, du oder ich? Also, der Punkt im Flensburg zu bekommen. Ah ne, es geht, kann ich auch ohne viel ausschreiben. Ja. Nice. Ja, fast, komm. Ich doch nicht. Ich glaube, ich wäre eins der anständigsten Autofahrer, was es überhaupt geben würde. Wegen deiner Fastbit. Ach, was. Eine 30er-Zone würde ich 30 fahren. Auf der Autobahn. 100. Aber ich finde das Ding irgendwie viel besser als Crash Team Racing. Ach komm.
Perfekt, ne? Also eine klasse Idee, wenn ich mal so ein Community Day machen würde, wo wir dann halt sowas zusammen spielen könnten. Ach du blöde Bitch. Oh, ja, genau. Einfach schön. Okay. Verdammt. Das wollte ich doch haben. Oh fuck! In Göttchen bewiesen wirst du Rewards für deine Skill. Mario brauchst du auch Skills, aber auch. Ja, genau. Ja, mehr Glück. Aber bei Göttchen Racing finde ich die Steuerung halt viel, viel angenehmer. Als hier. Hier kann man nicht mal was ändern. Du schaust die ganze Zeit auf die PlayStation oder auf der Xbox, wenn ich Spiele gedaddelt habe. Und mit den Schultertasten habe ich Gas gegeben. Kann man hier nicht, da tut man stupide auf A drücken fürs Gas geben. Das ist halt viel, viel angenehmer machen würde das ganze Game, wenn es dann mit der Schultertaste halt Gas geben könnte, so wie gewohnt. Ich hoffe auch mal, dass das Sound etwas besser ist jetzt hat. Okay, kein halt Bock auf Excitebike. Baby Park. Eindeutig, ich habe viel vor, eine gute Schülerin zu sein. Naja, ich muss vieles noch überarbeiten meine Streams. Was ich auch ganz schlecht gefunden habe, war gegen Sonic All-Star Racer 1 und 2. Das Crash, All-Star Racer, oder wie das heißt? Ne, nicht All-Star Racer, das Team Racing. Fand ich jetzt nicht so prägend. Aber ich glaube, ich habe auch Ding auf PC alle Teile. Es ist irgendwie blöd. Das All-Star Racer finde ich in der Zeit viel besser. Habe ich sehr viel auf der PlayStation 3 gesucht. Ja, gut.
Ich find's halt klasse von dem Fahrstil. Kann mich eigentlich ziemlich gut damit planen. Und kann man hier nicht die fucking Strecke einblenden lassen? Ach komm mal. Ja, das, da kann man nichts sagen. Das Transformed habe ich auch für PC. Also ich habe mal bei dem Sales mir gegönnt. Also wo sie da wieder im Angebot waren. Weil ich ja keine PlayStation 3 habe mehr. Also ich habe gerade noch eine. Aber die liegt ja nicht bei mir. Na, einfach nur 12. Ach was. So knapp. Habe das Bundle. Ja, mit DLC-Paket, das, dann war es ja nicht schlecht. Hat ja, glaube ich, in der Zeit gerade mal 3-4 Euro gekostet. Bei Steam. Achso, bei Bundle. Ich habe mit allem drum und dran, wenn es hochkommt, insgesamt 10, 15 Euro für alle drei Teile bezahlt. Über PC. Und du spielst noch Ding? Smash Brother? Smash Bros? Ich warte noch ein paar. Also, Sonic 1 möchte ich bei mir sehen. Denn 3 habe ich, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Bin ich mir jetzt unsicher. Der 1, der 2er habe ich. Das habe ich aufgehört, weil es einfach. kann ich mir ja gerne mal merken, dass. Spielewunsch halt. Ja, Sonic All-Star. Sonic All-Star. Sonic 3. Gerne wäre, also im Stream zu sehen würde. Na, kommt glaube ich die Tage raus. Aber ich setze halt ein, wieder 40 Euro zu bezahlen. Ich muss mal gucken auf meine Switch, da müsste ich glaube ich auch haben. Ach, fuck you. Sonic 1, 2. Fuck. Na, Sonic 1 habe ich mir so als Ding geholt. Also als Channels Dings bumsen. Könntest du mal gucken, ob bei der Sega Mega Drive Collection Ding drin ist, Sonic 3. Sehr schön. Und direkt dazu, jawohl. Fuck! Ja, so dämlich kann ja neu sein, oder? W-
Was ich mir aber noch gerne holen würde, wäre der Sega Mega Drive mit dem HDMI-Anschluss, was es zeitlang gab für 100 Euro. Jetzt, wo man noch die Kassetten einlegen konnte. Wenn du weißt, was ich meine. Ach, fuck, ey. Nein. Okay. Na gut, dann gucke ich mal später mal nach bei mir, was meine Datenbank so sagt. Na komm. Na, rüber. So. Ja. Nein. Bilder. Beste Kasten. Also. Arcade Games. Pion. So, das ist das Teil, was ich meine mit dem HDMI-Gedöns. Weil das ist halt schon wieder was komplett anderes, als würdest du über Emulator spielen. Ja, und ich halte Teil der Müll. Es sieht halt aus wie der Classic, also Sega Mega Drive, wie der normale. Der hat ja intern Speicher plus nochmal ein Modul, wo dann halt deine Originalspiele, wenn du haben solltest, ja, nutzen könntest. Und so, es gibt eine Variante sogar, wo dann ein SD-Karten-Slot hat, wo du deine ROMs draufballern könntest. Ach, noch ein Platz baue ich. Da haben wir ihn ja. Und jetzt Green Shell. Oh, dann haben wir schon die Blue Shell hinterher. Oh, fuck you. Mal gucken, ob es gereicht hat. Ah, siebter. Ein Platz schlechter, schade. Habe ich aber auch teils verbockt eben wieder. Sollen wir auf ein anderes Bild gehen? Ist gut rum, okay. Es sind halt so viele Strecken dabei, wo ich gar nicht kenne. Du warst auch auf. Was?
Aber nichts gesehen im Stream. Als ob. Ja, das war währenddessen. Also am Start. Aber hey. Läuft schon. Ah, das hat gekackt. Und wieso funktioniert das jetzt nicht, dass ich daraus jetzt einen Boost holen könnte? Ah, vielleicht darf es nicht so hoch sein. Nee, das macht es auch nicht. Also funktioniert das nicht? Ah, jetzt geht's wieder. Boah, scheiß Liga. Oh! Man kommt ein paar Hände neu. Ah, verdammt. Wow. Als ob denn nichts passiert, ey. Ah, was? Ah, shit, 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 shit. Schade. Wäre so viel mehr drin gewesen eben, wenn der scheiß Blitzen käme. Das hier. Ich habe ja vorhin eine aufs eBay Kleinanzeige geschrieben. Das war ja total der Hammer, ja. Weshalb Mario Kart eigentlich einfach nur so. Ja, weil ich mir das letztes Mal geholt habe. Und dachte halt so, ja, komm, dass man halt vielleicht die Community ein bisschen mehr auf Vordermann bekommt. Dass man mehr was zusammen hat, weil ja fast jeder gefühlt in Banner Switch hat halt automatisch gefühlt jeder Mario Kart. Mm-hmm.
Sehr schön. Ach, sehr schön. Ah. Ach, fuck you. Ich hate beim Drift, ne. Na komm. Hä? Komm jetzt die Pflanze her, will die mich verarschen? Schade. War aber nix. Ja, und für die Switch habe ich jetzt nicht unbedingt so viele Spiele, wie man sieht. Was die Leute halt sehen wollen. Ich glaube nicht, dass dann Leute dabei sind, wo dann sagen, yo, ich möchte Doom sehen. Das bezweifle ich. Na komm, wie man was Gescheites. Yay, wir dürfen mal kurz fahren. Und die Community-Herausforderung ist auch schon ziemlich nah. Ihr habt noch 4 Tage Zeit, die 10.000 Punkte reinzubuttern. Und ihr habt es ja schon zu 96% gepackt. Also los, Dave. Oh, verdammt. Hä, ja, wo? Oh, 69 Maus. Hä? Was habe ich jetzt schon wieder verpasst? Ich muss auch mal gucken, dass das Call of Duty Turnier mal wieder weitergeht. Ich verteidige sehr, sehr hart meinen letzten Platz. Ha ha.
Bis jetzt habe ich jedes Spiel verloren. Sogar gegen Lustig. Also nicht, soll jetzt nicht heißen, dass Lustig schlecht ist oder sowas. Ich bin einfach nur scheiße. Verdammt. Ach, verdammt. Ach, scheiße. Ich hab da irgendwie das Gefühl, dass das sechster Platz drin sein könnte. Oder sogar mehr. Was Item, Glück, komm. Yes! Direkt mal einen Shortcut nehmen. Das ist nicht schlimm, Mann. Wenn man es gut präsentieren kann, dann ja. Sehen Sie das? Das scheiß Game ever. Jeder will spielen, jeder will es haben, weil es einfach ein scheiß Game ist. So, das setzt halt komplett auf jedes Spiel. Das Marketing halt. Oder yo, guckt euch das Kack Handy XY an. Hast du Sonic 2 auf sie? Nein, ich habe Sonic 2 auf andere Plattformen. Ich glaube, ich habe sogar auf der. Sag mir's, auf dem Sega Mega Drive Collection. Müsste es drauf sein. Habe ich es runtergeladen. Das war das andere Mega Drive. Die Zeit haben wir. Das Rennen. Na komm. Ja, okay. Rennen schon mal verkackt. Na, Pokémon, Sonic Force, Sega Mega Drive, da haben wir es doch. Wow, so schnell fliegt man raus. Das ist schon ein bisschen heavy. Ja, wirklich fail. Mal gucken, mit Freunden. Kein Bock mehr jetzt mit denen. Okay, Turnier erstellen, mit Code suchen. Beginners Cup, das hört sich schon mal freundlich an. Ohne GEO, alles Fahrzeuge, alles offen. Ja, komm, komm. Probieren wir es auch mal aus. Natürlich will ich am Beginners Cup teilnehmen. Let's go! Jo, let's go! Ein Wagen, Standardkarte. Das Metro. Das ist, glaube ich, eins von dem DLC-Paket, oder? Warte mal. Ja, gut. Ich dachte eben, ich habe die falsche Kategorie drin im Stream. Uiuiui. Aber. Am 16. will ich ja Retro Games zocken. Da kann ich das Ding mal aufnehmen, wenn du Bock hast, Sonic. Also die Trilogie. Ich glaube, dafür brauche ich mal ja nicht so lange, um durchzuspielen. Sonic 1 braucht man eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten. Ja, Sonic 2 sollte auch ziemlich schnell gehen. Spieldauer. Ah, okay. Man sollte schon dazu schreiben, dass es Game ist.
Okay, voll keiner. Fail. Weg. Ja. Global, regional. Global. Dann nehmen wir doch die gute. So, noch Spieler, dann mach mal. Okay. Okay. Ich glaube mal, dass ich das Spiel innerhalb von 3 bis 4,5 Stunden durch habe. Also alle 3 Teile, würde ich behaupten. Oh, und Japan ist auch wach. Jo. Okay. Okay, ich bin einzige, der vor unten entlang fährt. Lol. Okay. Ich bin auf einmal, wenn man die Strecken gar nicht so wirklich kennt. Nee. Okay. Ich hatte das von Mario Tour, oder? Zu langsam. Ja, genau. Shit. Okay, oder so. Oh, was? Ich bin total in die Parade reingekrätscht. Wow! Okay, was war das jetzt? Okay, verkackt. Wow, ein so weg Sonic 2 habe ich nur gefunden, weil ich mir gedacht habe.
Korb. Ich habe das ja mit der Collection zusammen, also einmal das hier und das hier. Und ja, man könnte es ja machen. Die Collection habe ich nicht runter. Ach so, okay. Du sparst doch nicht zweites normale, oder? Wie viel kostet das dann im Store? Ach so, stehe. Achso, wegen dem Monatronic-Teil, wegen der Collection. Und über Emulator geht es auch schon mittlerweile mit Koop oder eher weniger? Ich glaube, es müsste auch funktionieren, oder? Lava Mama, okay. Oh, Rainbow Road. Müsste ich mal später gucken, ob das möglich ist. Okay, ich bin zu viel. Jo. Das war so ein Fehler. Oh, komm on, ehrlich jetzt. Okay. Wie kann man einen guten Platz versauen? Genau so. Und nicht anders da. Als ob wie die Gravitation einfach mal scheiße ist in dem Game. Ah, was? Hmm.
Ah, was? Oh, Leute, Leute, ist das ein Kack-Game, Leute. So was von Scheiße. Oh, ist das ärgerlich. Aber Leute, ich mache eine kurze Pause. Bin gleich wieder da. Na, kommt irgendwie was? Ja gut, das kann man das nicht. Bis gleich. So, und wieder da. Glaub mal, ja, nicht lang warten müssen. Boah, Mama ist es dann schon fertig. Nicht mal angefangen, so eine Scheiße. Let's go. Was bringt der Reifen oben? Nicht mal viel. Okay, dann halt so. Let's go. Da ist meine Tasche, ja. Besser lokal sein? Okay. Was ist jetzt los? Ah. Und was für Anime schaust du zurzeit?
Oh, was? Oh, come on. Entschätzt. Oh, was? Ah, was? Das ist ja mal richtig mies. Oh, come on. Ehrlich jetzt. Und das Rennen zu Ende, na klasse. Ich spiele direkt sowas von auf, ey. Dass da nichts Negatives dabei ist in dem Game, ey. Opa. Na komm, irgendwas Gescheites. Ich glaube, ich mache das Rennen noch, ne, dann mache ich aus. Ja, nur Positives.
Okay, könnte vielleicht später Platz drin sein. Verdammt. Ah, was? Ah, was? Alter, das ist ein Kack-Game, ey. Bringt mich ja nur noch. Okay, danke. Danke, Leute, dass ihr mir zugeschaut habt. Es gibt einen fucking Rage Quit. ja. Nur noch umschalten. So. Rage out, genau. Rage out. So. Dankeschön, dass ihr mir zugeschaut habt. Ich melde mich dann über Twitter, wenn ich schon wieder streamen tue. Aber ich glaube, dass ich morgen wieder streame. Euch noch einen schönen Abend. Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und ciao.